Folge Nummer 16 von City Skylines mit dem DLC Snowfall und wir sind wieder im Berchtesgadener Land auf unserer Karte hier, wo wir letztes Mal zur kleinen Stadt geworden sind und wir haben aber noch ein Müllproblem, weil unsere Müllhalden noch sich leeren, wie wir hier sehen, 78% voll und hier war die nächste, die leider auch 69% hat, hier war noch eine mit 58. Hier ist eine Müllverbrennungsanlage, die gut zu tun hat. Und hier unten war eine neue. Ach, da haben wir auch noch eine Müllhalde gemacht. Die ist mit 1% gerade. Nee, das ist Schneeflüge im Einsatz. Das ist keine Müllhalde, das ist Schnee. Und hier ist die MVA, die zweite, die aber noch minimale Kapazitäten frei hat. Ja, leider schwierig. Hier wird aber gerade Müll wohl abgeholt. Oder wie sehe ich das? Aber der ist jetzt wahrscheinlich voll und fährt nach Hause. Ja, genau so ist es. Ja, müssen wir schauen. Hier fehlt es auch noch. Da kommt aber vielleicht gerade ein Müllwagen. Kann das sein? Ja, aber der räumt da vorher auf und kriegt die letzten wahrscheinlich gar nicht mit, während hier rechts das Symbol gerade verschwunden ist. Okay. Sind da noch Müllwagen? Und hier ist ein Pickup. Ja, da müssen wir gucken, dass da noch einer reinfährt. Aber naja, wer weiß, wo der herkommt. Und naja, wir werden sehen. Es ist auf jeden Fall hier, es ist natürlich bis ins Ende der Sackgasse sozusagen. Und dann schwierig, dass da Müll abgeholt werden. Die werden uns dann auch auf kurz oder lang verlassen. Hier ist auch Kriminalität hoch. Da müssen wir mal gucken. Wir haben ja jetzt letzte Runde auch wieder Geld gekriegt. Und wie wir sehen, ist das viel Geld dann schon geworden. Bodenrichtwert geht da hoch, Kriminalität ist hier dann doch etwas niedrig, nicht niedrig, sondern hier gibt es Kriminalität. Das ist jetzt nicht so dolle da. Hier fehlt sogar Strom. Da hatten wir ja letztes Mal dann noch das Wasserkraftwerk dazu bekommen. Und hier oben ist auch noch Kriminalität. Wir haben da eine Polizeistation und da eine. Das würde bedeuten, wir sollten vielleicht hier noch irgendwo eine hinbekommen. Die deckt dann das ab und die deckt, oh, hier ist auch wieder Strom gerade, minus. Ja, gute Frage, aber dafür haben wir hier diese Felder ja gelassen, damit wir da zum Beispiel eine Polizei hinsetzen können. Ich glaube, wir machen das mal so, die Präsenz geht ja auch hier mehr hin, genau. Auch wenn die grünen Straßen jetzt, aber da geht's auch so, Strom. Strom ist wichtig, sonst laufen die uns alle weg. Ja, da haben wir jetzt den Wasserdamm, aber den können wir ja jetzt hier so wirklich nicht bauen erstmal, ne? Also können wir schon bauen, aber das wäre für uns erstmal hier nicht so toll, ne? Ne, das war Zoom. Wie komme ich denn, so kippe ich die Karte. Ne, so rum wollte ich. Vielleicht sollte man das mal hier irgendwie in Erwägung ziehen. Leider komme ich da jetzt nicht weiter hin, ne? Da könnte man auf jeden Fall was machen, dass der Damm hier so zu ist und das Wasser dahinter bleibt. Und ja, nach hierhin ist klar, da liegt unser Gebiet, wo wir vielleicht was machen wollen. Allerdings wäre, ja, können wir jetzt leider nirgendwo, können wir das hier mehr sehen? Nee, da war das falsch, da war das. Ja, leider kann man hier genauso wenig. Kann man nichts drehen, hier kann man gar nichts machen. Man könnte auch hier zumachen, aber dahinter kann ich jetzt nicht sehen, aber dahinter gibt es noch weitere Felder in diese Richtung der Karte, ne? Also nach da. Man kann hier vielleicht noch überlegen zuzumachen oder halt das Ganze hier. Ne, dann ist hier, weil hier sieht man schon, ist ja andeutungsweise irgendein Vorkommen, was wir da nutzen wollen, was wir jetzt hier sehen. Können wir das hier sehen, wenn wir das da umschalten? Ja, kann man hier sehen. Da sieht man, dass es ein Eisengebiet ist. Das sollten wir vielleicht nicht zu machen, vielleicht da eher zu machen, aber wir müssen gucken, wo wir dann da weiter hinkommen immer. Aber wir können ja Fläche kaufen, ne? Ja, das ist dann die Frage, welche Fläche du kaufst, ne? Aber wir könnten ja Fläche kaufen und die 5000 mal gerade ausgeben. Dann sehen wir ein bisschen weiter nach hinten, aber leider auch nicht viel. Dann müssen wir mal gucken, wie wir weiter vorgehen. Wenn wir da noch eins kaufen. Ja, kostet 8,7. Hat nur Luftfahrtanschluss, mehr nicht. Wir sind hier halt in einer Sackgasse, auf Deutsch gesagt, ne?
Jetzt können wir ein bisschen hier so rüber scrollen. Dann sieht man, dass hier der See ist. Das ist der Königssee. Hier ist das. Und ich glaube, hier hinten, wo St. Bartholomä ist, da ist, glaube ich, noch Ölvorkommen gemacht worden damals. Ich weiß nicht, ob wir hier zumachen können zum Beispiel und die Wasserkraft dann nutzen. Da geht es ja zum Fundensee, in dem See da hinten. Müssen wir mal gucken. Ja. Wir bleiben erstmal hier, haben jetzt natürlich eine Ausweitungsmöglichkeit nach hier gerade gewonnen, was ja auch nicht verkehrt ist. Leider können wir die Autobahn jetzt hier nicht so direkt rüberbauen, weil da keine Verbindung zurzeit möglich ist. Und naja, da geht's dann schon hoch auch, ne? Wie weit geht das Feld bis da? Ich denke, man sollte schon die Autobahn dann hier so verlängert da so rumbauen irgendwie. Wir können ja eigentlich mal diese Autobahn schon vorweg bauen. Mit Lärmschutzwand. Die ist ja jetzt hier sozusagen in der Verlängerung und soll dann da so lang gehen, ne? Kann man die dann da tunneln? Kann man da ja auch tunneln, ne? Kann man da weiter tunneln dann? Ja, kann man weiter tunneln. So ein Spaß kostet mal 6.300 €, ne? Ich glaube, das lassen wir erstmal dann. Aber bis dahin können wir es ja schon mal machen, das ist dann andeutungsweise, dass wir da was weitermachen wollen und dann haben wir die Idee da schon für, ne? So, mal gucken, da rastet er ein. Achso, warte mal, da müssten wir mal gucken, dass der wieder hochkommt, ne? Dann kommt er da auch aus dem Berg raus, wenn. Ja. Stopp, so. Okay. Sieht so aus, als ob das klappt, ne? Ja. Und dann sollte das mal hier knapp nebenher gehen, ne? Und dann wird das später mal so weitergeführt. Genau. Und hier ist jetzt dann leider nicht möglich, dran anzuschließen direkt erstmal. Weil die Ecke da fehlt. Das ist aber nicht so schlimm. Und so, jetzt bauen wir hier mal vorweg noch so eine Straße, so eine Brücke, die hier so rüber geht. Warte mal, das machen wir nochmal. Wir machen die Brücke ein bisschen breiter. Und wie immer ist es dann nicht möglich, bitte so ganz gerne so machen, dass noch die Autobahnabfahrt und Auffahrt daneben hergeht, ne? Probieren wir das mal aus gerade. Die runter. Und hier, so möchte ich das eigentlich haben, dass die so da rausschwenkt. Dann da drunter her noch geht. Nee, da müsste die so sein und soll dann da so drauf gehen. Genau, so ist es. Und hier machen wir das mit dem Dingens jetzt hier.
soll die so rumgehen und dann dahin. Ja, so sieht eine tolle Auffahrt hier in Deutschland aus. Diese ist jetzt hier leider falsch. Das ist ein bisschen zu spät da hinten. Das muss eher... Und da sollten wir jetzt erst eine weitere Straße in der Form machen, die dann nämlich von da oben nach da kommt und darunter geht. Und tatsächlich auch so funktioniert. So, jetzt müssen wir erst noch die Autobahn machen, die Abfahrt weitermachen. Und hoffen, dass das so, wie ich mir das vorstelle, gerade klappt. Ich weiß nicht, ob es nachher ist. Wir können das immer noch umbauen, wenn. Die vierspurige Straße jetzt mit den Bäumen von da nach da. Und dann will er das nämlich nicht. Das ist wieder so richtig toll, oder? Leider geht das nicht. Gut, das bedeutet, wir reißen dieses Stück Straße wieder weg und basteln das dann direkt da dran. Alles ist gut erstmal, ne? Und dann nehmen wir wieder die vierspurige. Ja, das ist ja schon die. Und basteln die einfach erstmal so ein bisschen hier so rein, ne? Oh, warum mag der jetzt nicht? Der mag jetzt nicht da weiterbauen. Dann reißen wir wieder ein Stück ab und bauen erst diese Straße wahrscheinlich. Hm, so sieht's aus. Haben das erstmal so und bauen jetzt hoffentlich die Autobahnabfahrt da richtig dran. Ne? Das mag er jetzt nicht, es war klar. Warum auch immer, das nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Dann machen wir das anders, reißen das Stück ab und das Stück ab, setzen da eine zweispurige Straße hin. So. Und hoffen dann, dass die Autobahn da dran ergeht. So sieht's aus. Ja. Entschuldigung. So, das heißt, die Leute, die kommen, können hier runterfahren, können auch da hochfahren, bringt da zwar jetzt nicht weiter hochzufahren, ist aber schon mal soweit ganz gut, denke ich. Und hier können wir das gleiche in grün machen, also in grün ist cool, ne, aber... Machen wir so und dann gehen wir von da aus. Ne, ich möchte jetzt hier lang. Das mag er nicht. Die Straße ist ja jetzt schon mal fertig. Das bedeutet, wir machen die wieder hier weiter. Und gehen damit runter. Okay, da ist schon wieder immer nicht gut. So. Und dann wieder auf Autobahn. Abfahrt. Nee, nicht Abfahrt. Vierspurig, zweispurig. Irgendwas mit dem Gefälle wird jetzt hier schwierig. Warte, wir müssen erst noch ein Stück mit der anderen Straße länger sein, denke ich. Und hoffen, dass das noch geht. Ja. Wunderbar. Und dann sehen wir, dass das jetzt complicated wird. Aber so geht's. Gut, und dann müssen wir die Autobahnauffahrt noch da aufziehen.
Geht's so? Nein, geht nicht so. Geht aber so. Und dann hier so hin, hier so hin und da so hin. Jetzt gefällt's mir. Gut, die ist richtig angebunden, sieht auch richtig schick aus, ne? Blöd ist nur, dass wir hier nicht weiterkommen, weil wir da ein Problem haben. Und aus diesem Grunde gibt's da erstmal nur die Möglichkeit, das so zu machen. Ich krieg sie hier nicht rum, oder was? Okay, dann machen wir das anders. Dann müssen wir das anders machen. Dann müssen wir das so machen, dass wir jetzt hier ein Stück Straße bauen, das so funktionieren kann. Stopp, das heißt, ich muss das Stück da abreißen. Mach das Stück hier hin. Jetzt muss ich meinen Fußweg abreißen dann, oder was? Das will ich ja gar nicht. Da kommt es doch ganz kurz blau, oder? Ich hätte es gerne einmal kurz blau gehabt. Das Blaue. Wann kommt das Blaue wieder? Gibt's nicht, ne? Geht's anders? Gute Frage. Zweispurige Einbahnstraße haben wir da. Macht so einen krassen Bogen dahin. So geht's. So geht es aber so nicht, also kann das schon wieder weg. Ein bisschen schwierig. Mach das auch nochmal weg. Können wir das mal gerade so versuchen. Geht gar nicht so. Wir haben wieder keinen Strom, wie wir gerade sehen. Das heißt, ich muss das leider nochmal abreißen und nochmal vielleicht von dieser Richtung nach da starten. Mag er nicht. Ich möchte auf gar keinen Fall hier diesen Weg wegreißen müssen. Außerhalb der Stadtgrenzen, ja, weiß ich, aber ich bin noch so. So. Und hier machen wir jetzt wie? Gute Frage. So. Das mag er jetzt wieder nicht, ne? Das ist das Doofe daran. So.
Anders geht's dann wieder nicht, ne? Voll doof, aber ist so. Ne, ich glaube, da müssen wir erst noch die Kurve mit der Straße machen. So, und dann geht es hiermit weiter. Er mag mich nicht. Keine Ahnung warum. Reiß das letzte Stück auch noch hier erstmal ab. Und hoffe dann, dass es so geht. Keine Ahnung, warum das wieder nicht möchte. Dann nochmal den Bagger raus. Das abgerissen. Das abgerissen. Nochmal da dran gebaut. So. So. Und so. Jetzt haben wir dieses, was wir noch nicht gemacht haben, umgebaut. So, jetzt heißt es, da unten können wir nach hier oben und hier oben können wir weiter anbinden. Diese Straße muss hier hinten irgendwo dran. Ne? Ah, da ist er auch schon. Das ist schon mal cool. Dann können wir da die Vierspurreihe weiterziehen. Wo ist sie? Da ist sie jetzt gerade. Die ziehen wir gerade noch ein Stück geradeaus. Gehen dann den Bogen. Und dann ist die Frage, ob wir hier noch was machen, was man Kreisverkehr nennt erst. Das ist immer mit einer Straße kommend, das ist mit mehreren Straßen kommend. Das würde bedeuten, ich würde jetzt das gerne machen, so, nee. Ich möchte das eher so machen, ja. Genau, das ist gut. Davon reißen wir aber den da oben ab, weil da wollen wir jetzt gerade nicht hin. Oder wir können den erstmal lassen, aber erstmal nicht bebauen. Und der ist dreispurig, ja. Das heißt, diese Straße ist schon okay, die lassen wir so. Wird dann dreispurig, ist auch okay. Und hier hoffen wir jetzt, dass der da auch gut dran snappt. Ja, macht er zum Glück. Ja, die finden das nicht so toll, ist klar. Und hier müssen wir überlegen, wie es dann da weitergeht. Aber wir haben jetzt erstmal wieder ein Stück gebaut. Können jetzt hier diesen Bereich ja noch weitermachen, indem wir vielleicht hier in der Mitte noch eine Kreuzung setzen. Die würde ich wirklich so setzen, die Straße, dass die erst nach da geht. Hier wieder kommt. Mal so rumgucken. Ja.
So. 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 Hier lang. Und mal gucken, wo sie dann später weitergeht. So, da haben wir hier so ein schönes Gebiet schon mal hingekriegt. So, jetzt müssen wir mal checken. Da gibt es noch ein bisschen Strom, was noch ein Problem macht. Das sind wir noch nicht weitergekommen mit. Ne, Strommast nicht, Windräder. Aber wir machen die mal gerade auf dem Wasser. Und da auch. Da auch. Die haben wir erstmal. Und von da nach da bringen wir erstmal eine Leitung dahin. Hier haben wir auch schon was geschaffen, aber wie wir sehen, ist das noch nicht so gut erschlossen. Jo, aber ich sag mal, wir haben jetzt hier diese Kachel auch erschlossen, in Anführungsstrichen. Ja, noch nicht wirklich erschlossen, aber wir haben schon was dafür getan, dass es da weitergehen kann. Und unsere anderen Probleme bestehen hier aus Müll, der jetzt aber gerade interessanterweise doch einigermaßen eingedämmt ist. Nee, das war falsch. Er war richtig. So wollte ich das ein bisschen besser kippen. Ist 76% voll. Ach so, das wird abgeholt. Wir haben das da wohl damals nicht auf 0 runterfahren lassen. Da ist 93% voll. Ah, wir haben die alle wieder angemacht. So sieht's aus. Außer diese hier. Die ist jetzt 59% voll. Weißt du was? Mach das mal hier umgekehrt. Und die machen wir wieder leer. Dann hat der da unten das übernommen. Und hier, ja, müssen wir schauen, wie das demnächst weitergeht. Hier oben ist was feuertechnisch gerade nicht so gut gelöst. Da gibt es noch eine Feuerwehr, aber hier nicht. Ich glaube, wir machen diese Lücke nicht zu, sondern machen da erstmal eine Straße rein. Geht dann so da rein und müsste sich jetzt hier an dem Berg irgendwie so hochschlängeln, wenn es denn geht. So eine Serpentine, wir hatten sie gerade wieder da, die Straße, ja. Das geht dann später, aber wir machen jetzt erstmal gerade die Feuerwache dahin. Ja, stopp, einen daneben ist auch vorbei, ne? So, zack, dann ist das hier ein bisschen besser abgedeckt, allerdings, da drinnen nicht. Oder doch? Vielleicht doch, ich weiß es nicht. Muss man schauen, wo die Feuerwehrautos herkommen oder hinfahren oder auch nichts machen. Was? Achso, das ist ein Strommast, okay. Ja. Muss man schauen, wo die Feuerwehr hinfährt. Kann die überhaupt rausfahren? So. Ja, doch, das sind wohl Einfahrten, die da sind. Okay. Hier steht aber trotzdem kein Auto zum Löschen. Aber warte mal, das ist auch schon abgebrannt. Okay, das ist schon durch das Feuer, da ist gar kein Feuer mehr. Aber wir sind da ein bisschen auf der sicheren Seite. Alles klar, würde ich jetzt erstmal sagen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wenn ich das nächste Video hochlade. Und gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Kommentare, herzlich willkommen, schreibt was rein. Wir haben hier noch irgendwie ein Problem, das wir nächstes Mal lösen müssen mit dieser Sackgasse da. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.